Geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Medienkonferenz von GastroSuisse. Incroyable, mais vrai. Oder oberpeinlich, wie sich die Regierung verhält. Geschätzte Damen und Herren, das Gastgewerbe hat weiterhin null Perspektive. Ganz offensichtlich hat es der Bundesrat auf uns abgesehen und will die Branche komplett zermürben. Nicht einmal den Außenbereich darf geöffnet werden. GastroSuisse ist empört, dass der Bundesrat dermaßen zögerlich vorgeht und eine ganze Branche ohne deren Verschulden in den Abgrund treibt. Es ist absolut unverständlich, weshalb der Bundesrat den Branchenlockdown nicht sofort aufheben will und auch den Innenbereich öffnet. Der heutige Entscheid ist auch wieder ein Affront gegenüber den Kantonen. Diese waren nämlich einstimmig für eine Öffnung des Außenbereichs. Die Hälfte der Kantone hatte dem Bundesrat sogar beantragt, dass auch der Innenbereich zu öffnen ist. GastroSuisse fordert eine Anpassung der Exit-Strategie. Es bleibt auch nach dem heutigen Tag ein Rätsel. Weshalb ist es möglich, dass sich privat 10 Personen treffen können, dass diese aber nicht in ein Restaurant gehen und dort an einem Viertisch essen können? Eine Antwort darauf gebe es nicht, sagt Bundesrat Alain Berset vor 2 Tagen auf diese Frage im Nationalrat. Und auch heute hat er keine Antwort. Das hinderte den Bundesrat aber nicht, die Restaurants sogar im Außenbereich weiterhin geschlossen zu lassen. Wir, unsere 20.000 Mitglieder und die gut 250.000 Mitarbeitenden bleiben weiterhin ohne Perspektive. Niemand will, dass das Gesundheitswesen zusammenbricht. Wir haben in den vergangenen langen 12 Monaten immer die gesundheitliche Situation und ein gesundes Maß an Schutz für die Bevölkerung anerkannt. Aber bei der aktuellen Situation auf den Intensivstationen ist ein Lockdown nicht mehr erklärbar. Der wirtschaftliche als auch der gesundheitliche Schaden bei den Personen, die von der Schließung betroffen sind, überwiegen schwer. Jeder 5. Betrieb musste bereits dicht machen. Weitere 20% im Gastgewerbe stehen kurz davor. Die Schließung der Gastronomiebetriebe macht aus epidemiologischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektive keinen Sinn. Sie ist weder besonders wirksam, noch nachhaltig, noch verhältnismäßig. Das aktuelle System ist übrigens so widersprüchlich. In Hotelrestaurants wird etwa seit Monaten getrunken und gegessen. Und besonders viele Corona-Fälle gab es deswegen nicht. Warum sollte das mit geeigneten Schutzkonzepten in normalen Restaurants anders sein? Die Test-, Tracing- und Impfstrategie sind Instrumente, welche eine Rückkehr zu einem normalen Leben ermöglichen. Noch vor einer Woche hofften wir darauf, dass der Bundesrat heute zumindest eine Perspektive, eine Planungssicherheit gibt. Doch nicht einmal das attestiert er der Branche. Die Zahlen seien am explodieren, sagen die Epidemiologen. Und das behauptet auch der Bundesrat. Aber stimmt das wirklich? Offensichtlich will niemand wahrhaben, dass mehr getestet wird. Man spricht also von einem steigenden Trend. Aber so pauschal stimmt das einfach nicht. Denn die Positivitätsrate ist genau gleich hoch wie noch vor 7 Wochen. Diese Grafik, notabene vom Bundesamt für Gesundheit, zeigt, dass sich die Positivitätsrate seit dem 1. Februar linear verhält und circa zwischen 4% und 6% schwankt. Sieht hier jemand einen steigenden Trend? Heute beträgt die Positivitätsrate genau 4%. Ich bin doch nicht blöd. Je mehr getestet wird, je mehr Positive wird es geben.
Ich verstehe nicht, wieso niemand in der Regierung diese Entwicklung objektiv und sachbezogen analysieren kann und alle bei dieser Angstmacherei reinfallen. Eine Zunahme der Anzahl Tests, insbesondere von asymptomatischen Personen, wird automatisch zu höheren Fallzahlen und damit zu einer höheren Fallinzidenz führen. Das bedeutet aber nicht automatisch eine Verschlechterung der epidemiologischen Lage, insbesondere bei zunehmender Durchimpfung der besonders gefährdeten Personen. Die steigenden, anscheinend explodierenden Zahlen werden also durch zusätzliche Tests erreicht. Und dann werden genau diese Zahlen für die Begründung der Fortführung des Lockdowns beigezogen. Das geht doch nicht. Dank der fortschreitenden Impfungen sind die Richtwerte neu zu bewerten. Die am meisten betroffenen Risikogruppen, wie schwer chronisch Kranke und Senioren über 75, sind großteils geimpft. Demnächst folgen die über 65-Jährigen. Höhere Fallzahlen sind auch tragbar, weil Hospitalisierungen und Todesfälle nicht mit den Fallzahlen steigen. Auch die letzten Tage nicht. Dies kann jeder auf der BAG-Seite nachschauen. Bei der Risikogruppe betragen die Spitaleintritte gegenüber Anfangsjahr gerade noch einen Siebtel. Die 14-Tage-Inzidenz der Ansteckung oder der R-Wert sind bei der Beurteilung zu relativieren, denn sie hängen von den Fallzahlen ab und diese hängen, wie bereits erwähnt, von den Anzahlen Tests ab. Die Hospitalisationen von Covid-Patientinnen und Patienten und die Belastung der Intensivbetten sollten die einzigen zentralen Beurteilungselemente in der Öffnungsdiskussion sein. Sehr geehrte Damen und Herren, derzeit zeichnet sich überhaupt kein Risiko einer Überlastung der Gesundheitsversorgung für Covid-Patientinnen und Patienten ab. Sie müssen schon sehen, am 16. April letzten Jahres, wo man die großen Lockerungsschritte ankündigte, war die Belegung der Intensivbetten 2,5-mal so hoch wie jetzt und die Positivitätsrate war über 11%. Mit seinen Öffnungsplänen hat der Bundesrat uns und der ganzen Bevölkerung Hoffnung gegeben und glaubhaft gemacht, dass er die Schweiz aus dem Lockdown führen will. Jetzt wieder von diesen Plänen abzurücken, macht ihn unglaubwürdig. Die dringend notwendigen finanziellen Hilfen für die Branchen, die weiterhin den Kopf herhalten müssen, die weiterhin ein Sonderopfer erbringen müssen, funktioniert leider vielerorts nicht. Es ist tragisch, dass die Affront-Perdue-Beiträge nur ungenügend fließen. Ungleichbehandlungen, Ungerechtigkeiten und krasse Wettbewerbsverzerrungen bleiben leider bestehen, denn in der heute zu Ende gegangenen Session fand sich keine Mehrheit für eine Korrektur in dieser Hinsicht. Der Ständerat hat insbesondere bei einer Harmonisierung der Härtefallgelder geklemmt, mit dem Verweis, dass die Spielregeln nicht während des Spiels geändert werden sollen. Schließlich sei es für die Kantone nicht möglich, jetzt noch ihre Systeme anzupassen. Da kommen mir ja fast die Tränen. Geschätzte Damen und Herren, erst wieder am 14. April will der Bundesrat das nächste Mal über eine mögliche Öffnung des Außenbereichs der Terrassen diskutieren. Offensichtlich hat man das Augenmaß komplett verloren und man will der noch geschlossenen Branchen, aber auch der Bevölkerung kein Leben zurückgeben. Herr Bundesrat Berse, hören Sie auf die umliegenden Länder zu schauen und sorgen Sie sich um die Schweizer Bevölkerung und um die Schweizer Unternehmen. Geschätzte Damen und Herren des Bundesrates, bitte öffnen Sie Ihre Augen und treffen Sie rationale und verhältnismäßige Entscheide, die nicht durch Angst und Emotionen getrieben sind. Was Sie heute entschieden haben, ist unglaublich, aber leider wahr.
Meines Erachtens sind sie immer unglaubwürdiger. Und wenn sie an der Medienkonferenz die Fragen nicht mehr beantworten können, dann heißt es einfach ganz salopp, prochaine question. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe für individuelle Interviews gerne zur Verfügung.